60 Sekunden Selbstständigkeit, heute mit Antje von Minuk. Was machst du mit Minuk, Antje? Ja, Minuk ist mein Taschenlabel, was ich seit 12 Jahren führe. Ich mache Taschen aus Heavy Canvas und Leder und insbesondere für die Strickwelt, Projekttaschen, Nadeltaschen, ja, und alles, was das Strickerinnenherz begehrt. Cool, wie bist du dazu gekommen? Ich nähe einfach gerne. Ich bin ja ein kreativer Mensch. Ich hatte da Lust drauf. Ich war vorher in der Werbung, danach auch noch als Artdirektorin selbstständig und bin da einfach so reingerutscht. Und ich glaube, ich habe meine Sache ganz gut gemacht. Ja, wenn du das 12 Jahre lang erfolgreich machst, ja, dann auf jeden Fall. Ja. Aber erzähl noch mal ganz kurz, wie war so der Werdegang? Also du warst erst in der Agentur und hast du dann nebenbei damit einfach angefangen oder wie war das? Als ich festangestellt war, noch nicht, aber als ich als freie Artdirektorin gearbeitet habe, ja, bin ich in die Logoentwicklung gegangen, Markenname, auch schon mal die Anmeldung und so weiter. Und konnte aber relativ schnell nach 1-2 Monaten eigentlich wirklich auch schon auf diesem Bein stehen und habe auch das andere dann direkt aufgegeben. Und du hast das einfach gemacht, weil du da Lust drauf hattest, oder? Ja. Ja, also ich hatte ja schon vorher, wusste ich, wie das ist, selbstständig zu sein. Und ich wollte einfach meine eigene Brand haben, was Eigenes erschaffen. Und ja, cool. Ich habe sozusagen meinen eigenen Online-Shop und arbeite noch mit nahezu 30 Händlern in Deutschland und international zusammen, die ich beliefere mit meinen Produkten. Kannst du dich noch daran erinnern, wie du das dann, wie so die ersten Schritte war zu den ersten Kunden und Kundinnen und den ersten Händlern? Ich habe gar keine Akquise gemacht, ehrlich gesagt. Ich habe mich wirklich eigentlich sehr auf Direktvertrieb, also über meinen eigenen Shop und über meine eigene Community, die ich über Social Media mir erarbeitet habe, oder dabei war, sie zu erarbeiten. Ich wollte sie eigentlich direkt beliefern, aber es kamen immer wieder Nachfragen und jetzt nimmt das einfach auch einen großen Teil ein, von dem finanziellen Standbein. Und total cool. Und es ist ja ein relativ, ein ziemlicher Nischenmarkt. Das denkst du. Ja, also, aber ich würde sagen, dass diese moderne Strick-Community, die ist einfach auch unheimlich nochmal gewachsen, vielleicht auch nochmal durch Corona angefacht. Ich glaube, so richtig war es nie weg. Und ja, das ist einfach auch ein sehr großer Markt. Das glaube ich dir. Das ist eine meiner Beobachtungen, die ich immer denke, so, boah, es sieht aus wie eine Nische, aber eigentlich ist diese Nische schon verdammt groß. Ja. Aber wie bist du dazu gekommen, genau diesen Markt anzugehen? Ja, Minuk gab es ja, wie gesagt, schon mit normalen Tragetaschen und Leather Tote Bags und ja, wie war das? Ich glaube, es kam sogar eine Strickhändlerin auf mich zu und hat gesagt, Antje, du strickst doch auch, ne? Ich sehe das immer so in deinem Social-Media-Account, was du teilst. Lass uns doch mal eine Stricktasche zusammen machen. Und ja, jetzt nimmt es 80% sozusagen ein. Und ich fühle mich da auch einfach total wohl, diese Strick-Community, das einfach... Ja. Ist cool, ja? Fast. Sehr schön. Ja, schön. Ja. Und was bedeutet denn die Selbstständigkeit für dich? Also die Selbstständigkeit für mich bedeutet viel Selbstorganisation. Das macht mir einfach total Spaß auch, dass ich ja einfach so selbst entscheiden kann. Es bestimmt keiner über meine Zeit, es bestimmt keiner auch, welchen Druck er mir macht, es bestimmt keiner über mein Tempo. Und Tempo ist eigentlich auch eher ein Stichwort, was da ganz interessant ist. Da muss man auch erstmal mit umgehen können, weil nicht jeden Tag ist ja auch das Tempo und das Energielevel gleich. Das musste ich auch erstmal lernen, dass nachdem man 120% gegeben hat, kommen auch wieder Phasen, Tage oder vielleicht auch Wochen, in denen man einfach nur 70% oder 80% gibt. Und damit muss man einfach umgehen können, mit dieser Herausforderung muss man umgehen können. Und gibt es für dich so ein ganz besonderes Highlight deiner Selbstständigkeit? Ein Highlight? Ja, dass ich einfach komplett das mache, wo ich hinterstehe. Das ist einfach, ja, das macht mich glücklich. Ja, und wahrscheinlich ja auch dieses Teil der Community sein, oder? Ja. Daher, cool. Es gibt unheimlich viele Verbindungen. Es gibt natürlich auch Kollegen, mit denen man sich austauscht und Kooperationen und Zusammenarbeiten. Genau, sind auch einfach sehr viele Frauen und sehr viele erfolgreiche Frauen auch. Ja, sehr cool. Und was waren Schwierigkeiten? Schwierigkeiten? Habe ich jetzt eigentlich ehrlich gesagt
noch gar nicht so gehabt. Ich muss auch sagen, dass das auch sehr krisensicher ist, meiner Meinung nach, weil zum Beispiel, als ich in der Agentur gearbeitet habe, war man immer davon abhängig, ob der Etat noch bleibt oder ob dir jemand abends um 20 Uhr sagt, dass die Kaffeebohne nicht genussig genug aussieht und ich müsste da noch mal dran. Ja, jetzt lastet sozusagen mein finanzielles Dasein einfach auf vielen Schultern. Und es ist einfach gut, dass ich gucke, was ich daraus mache. Und hast du konkrete Ziele, wo du hin willst? Ja, man könnte natürlich weiter wachsen, aber ich mag auch einfach diese kleinen Strukturen auch sehr gerne. Die ich mir nicht machen möchte, die gebe ich ab, aber ja. Ich mache auch noch sehr viel selbst. Ja, cool. Also ich höre, du bist einfach total happy mit dem, wie es ist und wie es läuft und wie du dein Leben darum gestalten kannst. Ja. Ja, das ist total cool. Was würdest du den anderen Menschen mit an die Hand geben wollen, die gerade mit dem Gedanken spielen, sich selbstständig zu machen? Ich würde schon sagen, sozusagen, wenn der Wunsch danach da ist, auf diese Art und Weise arbeiten zu wollen und wenn die Idee gut ist, einfach ausprobieren. Es gibt ja einfach auch sehr viele, die sich jetzt gerade so jetzt in diesen Zeiten auch nochmal umorientieren. Es muss ja auch nicht für immer sein. Einfach erstmal ausprobieren und gucken, wie es läuft. Ja. Man muss flexibel bleiben in der heutigen Zeit. Ja. Alles klar. Ganz herzlichen Dank. Ja, und gerne. Weiterhin viel Erfolg. Danke.